Moin Leute und willkommen zurück zu Dead Secret. Habt ihr Lust auf ein wenig Chemieunterricht? Los geht's, meine Freunde, denn wir wollen heute die chemischen Bestandteile unserer chemischen Flaschen ein wenig untersuchen, indem wir die Farbe der Flamme analysieren. Dementsprechend nehmen wir doch mal die Chemikalien zur Hand und werfen sie auf den Bunsenbrenner. So, erstmal müssen wir die... Kann ich die hier nicht einfach hinstellen? Nö. Aber ich kann den Bunsenbrenner anmachen. Braucht dafür aber natürlich noch ein Feuerzeug oder ein Funken. Okay, machen wir nochmal aus, bevor wir noch das, den ganzen Keller unter Gas stellen. So, hier können wir aber kurz mal randrehen. Oh, eine... Also ich würde es nicht unbedingt als geheimes Panel bezeichnen, weil das war relativ offensichtlich. Das Crank... Also es sieht so aus, als könnte man diese Kurbel hier abziehen. Das sollte ich auf jeden Fall tun. So, eine Kurbel. Eine Crank. Bin richtig Crank unterwegs heute. Und hier haben wir aus irgendeinem Grund genau die Tür, die wir schon in der Eiswelt gefunden haben. Und die ist natürlich verschlossen, ist offensichtlich. Dementsprechend bekommen wir sie nicht auf, aber verwunderlich. Ich meine, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass uns das Spiel jetzt sagen möchte, dass wir durch unser Unterbewusstsein aus irgendeinem Grund wussten, dass hier im Untergrund ein Kühlschrank oder ein Kühlraum ist. Ich schätze mal, das möchte uns das Spiel gerade mitteilen. Denn wir haben ja in dieser, ich sag mal, Voraussehung, haben wir das schon gesehen, diese Kühltruhe, und da sind wir auch reingegangen. So, wir nehmen mal die Crank und packen sie hier rein und kurbeln mal ein wenig. Verdammt nochmal, der, der Slot, also die, da wo wir es reingeschoben haben, ist total zugerostet. Das heißt, wir müssen erstmal, okay, ich verstehe schon, Wir haben ja, welch Zufall. Ein paar Streichhölzer, sehr gut. Was ich sagen wollte, wir haben beim letzten Mal noch diese Nachricht gelesen, also diese Zeitungsnachricht. Und da stand zum Beispiel drin, wie man eine Mixtur macht, mit der man sehr, sehr gut Rost entfernen kann. Dementsprechend schauen wir erstmal nach, was wir hier jetzt uns herstellen können mit den ganzen Compounds, die wir hier haben. Zuerst mal natürlich den Bunsenbrenner an, schön die blaue Flamme, ich glaube 1000 Grad heiß ist das dann. Und dann schauen wir mal, welche Farbe wir bekommen. Grüne Flamme, das muss dann also Kupfersulfat sein. Okay, das hätten wir dann schon mal. Dann haben wir noch hier eine tiefrote Flamme. Das muss dementsprechend Lithiumchlorid sein. Guckt sie natürlich die ganze Zeit hier auf der rechten Seite nach, auf dieser, auf diesem Chart hier. Und was haben wir hier? Eine gelbe Flamme. Das ist denn dementsprechend Sodiumcarbonat. Carbonat, also Sodaasche? Habt ihr gerade richtig gelesen? Warte mal. Achso, das können wir nicht mehr machen, okay. Hier drüben ist noch was. Eine orange Flamme, das ist also Sodiumborat oder Borit. Auch eher also in der Gemeinheit bekannt als Borax. Sie ist nicht nur Journalistin, die kennt sich auch in jeglichen chemischen Disziplinen aus. Eine sehr belesene Frau. So, also das gute alte Borax haben wir noch. Borax. Kra, kra. Versteht ihr, weil Korax Latein für Rabe ist. Okay. Eine blaue Flamme, das ist also Kupferchlorid. Gut, dementsprechend haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Ich packe das mal wieder... Mach das wieder aus hier. Man muss ja nicht das ganze Gas verschwenden. Wir haben alles identifiziert. Und jetzt kann ich mal kurz bei dem Newspapers nochmal kurz reinschauen. So. National Cold Winter Spring Cleaning. Genau. So. Have molded a bathroom. Tired of trying to lose a rusty screw. Genau. Just add borax to lemon juice to create... Okay. Alles klar. Wieder raus bitte. Danke. Dann nehmen wir doch mal den Lemon Juice zur Hand. Ich habe ein bisschen Zitronensaft in die Schale gelegt. Hieß es, nee, Mörsel hieß es, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, tut mir leid. Und noch ein wenig Borax. So, dementsprechend haben wir jetzt eine Paste, mit der wir ja, Rost entfernen können. Ich brauche den Rest von den Chemikalien nicht mehr. Sehr schön, die hat sie jetzt einfach, weggeworfen, ne? Natürlich, in guter alter Adventure-Manier einfach auf den Boden geworfen, braucht man nicht mehr das Zeug, weg damit. Natürlich. Oh, wir haben noch eine Seite hier liegen. Fast übersehen. Graham.
For the last year and a half, I've been receiving threatening notes from somebody calling himself a woodcutter. He knows things about my past that I'd rather not have aired in public. After forcing me into early retirement, he now demands that I hand over all my work. Last night, I was supposed to deliver my research materials to him. Instead, I camped out nearby and watched the meeting point through my camera with the big lens. I can say I was entirely surprised to see you show up. Habe ich ja schon gesagt, also der Graham hat ihn natürlich so gesehen, also er hat ihn sehr, sehr dilettantisch bedroht, weil er hat einfach die Schrift des Woodcutters übernommen, der er offensichtlich nicht ist, und hat dann versucht, die Arbeit von dem guten Bullard zu klauen. Haben wir ja schon alles, das wissen wir ja schon alles. Und jetzt bekommen wir hier nochmal kurz die Gewissheit. Some advice. Next time you try to extort personal property from somebody, don't arrange a meeting under a bright street lamp. I bet the photos will turn out great. You can make up names, try to spook me in my house and threaten me all you want, but I'm not giving you my research, Graham. If you want it, you'll have to kill me. Worte, die er am besten nicht hätte sagen sollen. A word of warning, I won't go easy. I once broke a man's wrists with a ball pen hammer, and I rather enjoyed doing that. And I look forward to repeating that experiment with you, Harris. Ja, also wir wissen nicht, ob das wirklich der Woodcutter ist. Vielleicht weiß der Graham nur, dass der eben bedroht wird durch den Woodcutter. Dementsprechend würde ich da noch nicht voreilige Schlüsse ziehen. Ich glaube immer noch, dass der Woodcutter eher der Typ mit der Maske ist, ehrlich gesagt. Der nicht im Keller ist momentan, was mir sehr gefällt. So. Die Pasta hat auf jeden Fall den Rost gelöst. Oder das Rost? Den Rost? Egal. Ich kann jetzt auf jeden Fall die Kurbel bewegen. Das sollte auf jeden Fall gut gelingen, selbst mit einem gebrochenen Arm. Und hier haben wir... Das ist wirklich... Das kann man als Geheimdurchgang bezeichnen. Haben wir noch irgendwas, was ich jetzt nutzen könnte? Wir haben immer noch den Lunar Dream Apparatus, der kalibriert ist, beziehungsweise den Lunar Dream Apparatus Calibrator, der kalibriert ist. Und ich glaube, sonst haben wir nichts zu tun, dementsprechend... das ist eine gute Zeit, meine letzten Notizen ein wenig zu studieren, okay. Also, ein kleines Ratespiel. Cynthia Pac-Man wanted... Geld wollte sie auf jeden Fall, Research Documents nicht, eine Entschuldigung wollte sie auch nicht und Rache auch nicht, dementsprechend das Geld. Das ist es. Es klingt so, als würde Cynthia tief in den Schulden stecken. Sie hat das Bullard-Anwesen schon verkauft und... Achso, was? She inherited Bullards entire estate. Hätte sie es tun können, also hätte sie Bullard umbringen können, um Geld zu bekommen. Ich bezweifle das mal stark. Graham Wellington has a secret. He was fired. Er wurde gefeuert. Er hat eine Liebesbeziehung mit Josie oder hat sich in Josie verliebt. Er blackmailt, also er erpresst oder er ist Woodcutter. Ich glaube nicht, also er wird erpresst, okay. Also es ist auf jeden Fall, er ist Woodcutter, aber ich weiß nicht, ich würde das noch nicht so schnell. Noch nicht, also der ist mir, dieser Graham Wellington, das ist zwar ein richtiges Arschloch, aber ich finde das jetzt, das wäre zu kurz geschlossen, wenn man das so schnell macht, also so schnell jetzt schließen würde, sagen wir es mal so. Graham Wellington hat versucht, Bullards Nachforschung zu stehlen und für sich selbst zu nutzen. Er muss Bullard umgebracht haben. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Der ist zwar ein Arsch, aber das würde mich doch wundern, wenn er das wäre. Bullard wurde... geblackmailt, also erpresst. Du, was? Mit? Also womit wurde er erpresst? Mit Cynthias Spielsucht? Jemanden namens James Laurie? Seiner Beziehung mit Josie? Oder sein Tenor am College? Ich glaube das, ne? Nein, das war es nicht. Ich muss nochmal überlegen. Nein. Jemanden namens James Laurie? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Tut mir leid. Wer ist James Laurie und warum wollte er, dass Bullard
seine Existenz als Geheimnis behält. Da muss noch mehr dahinter sein. Vielleicht habe ich die Frage einfach falsch verstanden. Kann auch sein. Okay, dann schauen wir doch mal, was sich in dieser Passage hier verbirgt. Hier hinter uns ist nichts, das ist gut. Ich habe gar nicht durch die Ideofocal Lens geschaut, fällt mir gerade auf. Dementsprechend, Moment. Wo ist denn der Teufel hier? Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Ich will nochmal kurz gucken, ob er überhaupt hier ist. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Ich habe hier unten noch gar nicht reingeguckt, Moment. Da ist auch nichts, okay. Kein Teufel hier? Nein. Okay. Ehrlich gesagt hätte er uns auch nicht wirklich viel gebracht. Aber hier ist auch gar nichts, ne? Nö. Die Waschtrommel kann ich nicht aufmachen. Okay. Dann gehen wir jetzt in die Passage. Ich wollte mal kurz nachschauen. Hätte ja sein können. Alter, die Sonne. Die Sonne scheint hier sonst nie rein. Aber heute ist irgendwie der Tag der Sonne. Rammstein weiß warum. Tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid, dass ich jetzt hier so überbelichtet bin. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und warum sollte er hier so eine geheime Passage haben, frage ich mich. Und wieso trieft es hier? Ich meine, wir müssen ja offensichtlich direkt unter dem Grundwasserspiegel sein. Ist hier vielleicht was zu sehen? Guten Morgen. Ach, wir haben Vollmond übrigens. Wir sind offensichtlich in einem Brunnen. That worked fairly well, würde ich sagen. Ich schau mal kurz. Moment. Wir sehen den Mond gar nicht mit der Ideofocal Lens. Interessant. Aber der Teufel ist gar nicht mehr da. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, der Teufel symbolisiert unser Unterbewusstsein. Und es ist jetzt ein bisschen blöd, dass der Maskenmann weiß, wo wir sind. Das ist nicht nur ein bisschen blöd, das ist verdammt blöd. Das heißt nämlich auch, dass er weiß, wo wir rauskommen, höchstwahrscheinlich. Sieht so aus, als wäre das die Sackgasse. Beziehungsweise das Ende dieses Pfads. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das? Gute Frage. Ist irgendwie ein Mo. Ist es ein Tank? Es ist ein Tank. Alter, was ist das für eine Musik? Das ist ein Gastank, wie mir scheint. Alter, diese Musik! Die geht mir gerade richtig auf den Pinsel. Okay, was haben wir hier? Ah, wieder eine blanke Notiz. Okay. Es ist noch eine. Ja, noch ein Stück Papier. Kanister von irgendeiner Sorte. Die sind mit diesem Topf und mit dem Tank hier verbunden. Es scheint, als wir hätten Bullard und Josie hier gearbeitet. Und zwar an dem Lunar Dream Apparatus. Also an dem... Luna ist ja Mond. Also der Mondtraumapparat. Wenn man so es ganz, ganz dilettantisch ins Deutsche übersetzen möchte. Bevor ich mich hier aber ganz dilettantisch ans Werk mache, möchte ich ehrlich gesagt nach oben schauen, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall das Gerät, weswegen Bullard umgebracht wurde. Ich muss herausfinden, warum es so wertvoll ist. Search the Basement Freezer, genau, da sind wir noch nicht reingekommen, dementsprechend alles gut. Können wir in den Tank nicht reinschauen? Ich meine ja nur. Okay, bevor ich jetzt hier aber mich ans Werk mache, gehe ich mal kurz nach oben. Vielleicht haben wir da irgendwelche Aufzeichnungen, zum Beispiel hier. Was haben wir hier? Leer. Ein Käfig. Ist das ein Knochen? Sieht so aus wie eine herausgerissene Seite von einem Notizbuch. Mama. Respectful always. Outrageous hats. Simply wonderful. Adores music. Never angry. Not forgotten. All alone. Josephine Turner, age 10. Ein Gedicht. Ein Gedicht an ihre Mutter. Was ist das? Eine Hacksäge. Das heißt doch nicht Hacksäge, oder?
Ich glaube eher Fuchsschwanz heißt es im Deutschen oder so. Was auch immer hier gelebt hat, es war ziemlich eklig. Beziehungsweise hat eine ziemliche eklige Sauerei hier gemacht. Ein grüner Handabdruck. Graham Wellington wanted fame and glory. Josie Herrera wanted to find something precious. Cynthia Peckman wanted money. Bobby Sawyer wanted to be a writer. I wanted to get out of Kansas and start a real life. Now I just want to see my mother again. Kann ich gut verstehen, meine Liebe. Ich schaue noch mal kurz. Moment. Durch die Linse durch, ob wir was irgendwas hier erkennen. Vielleicht ist er. Ah, guten Morgen, Herr Teufel. Schön, Sie zu sehen. Ich mag den Teufel ehrlich gesagt ganz gerne, weil ich habe das Gefühl, der gibt uns immer Hinweise oder der zeigt uns immer, wo wir hin müssen. Und ich meine, er hat uns bisher nichts getan, ne? Also, ich schaue noch mal kurz. Moment. Aus dem Fenster. Ich kann das ganze Haus. Ich kann das Haus von hier sehen. Aber wo ist der Woodcutter? Ich glaube auch nicht, dass der Woodcutter mit der Maske so dilettantisch vorgehen würde und einfach ohne Maske eben zu dieser Straßenlaterne gehen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Graham das war. Das wäre einfach zu einfach. The Crystal Cave by Bobby Sawyer, Chapter 19. And it was brighter and brighter and brighter than the sun, but cold, so cold, cold I could see my breath, and it was dark, and I heard her voice. It was the light, and her voice was the light, and the cold, and she was talking to me, talking like my mother used to talk to me, and it was beautiful, the most beautiful voice I have ever heard, and I wanted to go there, to go be with her, and feel her skin, and see her eyes, and be her eyes, but it was cold, I could see my breath, and there was an edge to her voice, sharp like a knife. Her voice had another voice under it, and it was sharp, and I thought maybe that is her real voice, and her real voice was cold and so hesitated. And then I could feel the warmth, and there was warmth, and it was all over me, and I could feel it, and I opened my eyes and saw the warmth, and it was blood. Sehr seltsamer Schreibstil, hätte ich gesagt, den er jetzt plötzlich an den Tag legt. Eigentlich war er immer sehr, wie soll ich sagen, sehr berechnend im Schreiben. Also hat eigentlich sehr, sehr viele Fakten aufgelistet. Und diesmal sehr, sehr persönlich, sehr emotional. Interessant. H. Bullard Daily Log, September the 15th, 1965. The main part of the apparatus is complete. Today I tested each of the individual connections, but we won't really know if it works until we can do a proper test with a full moon. Entschuldigung. The weather conditions required by the device are very sensitive, and anticipating them is proving harder than we predicted. I must fret carefully now. Should Woodcutter know that the apparatus is functional, I would have no choice of stopping him. We must keep the work secret. I rarely venture from the house now. The device is too valuable to leave unguarded. Graham called again today. He knows I'm up to something. He tried his best to warm some details out of me. But this attempt at subterfuge were pretty feeble. The man is an incompetent scientist, but an even more incompetent liar. Josie volunteered vigorously to be the first test subject, das ist echt schwer zu lesen, weil das sehr, sehr viele schwere Worte sind. Ich bin halt ein wenig blöd. And I readily agreed. It's not going to work the first time anyway. Okay. Vielleicht hat es ja beim ersten Mal doch funktioniert. Wir haben aber leider keine Aufzeichnung, wie das Ding funktioniert, oder? Ich möchte ehrlich gesagt ungern einfach so drauf loshämmern jetzt. Kann ich hier vielleicht an diesen Stromkasten hier? Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht rausgehen. Ich muss erstmal rausfinden, wie das seltsame Gerät hier funktioniert. Okay. Keine Sorge. Gehen wir ganz langsam hin. Da unten ist aber abgeschlossen. Das sieht nicht gut aus. Ich kann es nicht öffnen. Es
Es ist eine kleine Kette davor, die auch noch zugeschlossen ist mit einem Zahlenschloss. Ich würde aber sagen, bevor wir hier jetzt uns ganz laienhaft an diesen Apparat machen, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye. Tschüss.